Sehr gut, Dave. Ich begrüße euch zum Live-Video. Meine Stimme ist noch ein bisschen verschlagen. Ich habe gerade eine Reinigung, eine physische Reinigung vorgenommen, die sich natürlich auch auf den Geist ausdrückt, auf die Sprache ausdrückt. Und das ist mir wieder klar geworden, wie bedeutsam das ist, mit dem Körper auf dem spirituellen Weg, wie eng das miteinander verflochten ist, unser Geist, unser Bewusstsein mit dem Körper. Es ist also immer sinnvoll, auch immer zu betrachten auf dem Weg des Erwachens, der Erleuchtung, des Wohlbehagens, des Glücks, des Friedens, immer den Körper nicht außer Acht zu lassen. Wenn wir den Körper reinigen und ihn funktionsfähiger machen, dann merken wir unmittelbar auch, dass das Meditieren leichter ist und dass die Gedanken klarer werden, dass die Gefühle intensiver werden. Natürlich ist manchmal auch so mit der Reinigung so ein paar Nebensachen so oder so Nebenwirkungen dabei, die dann auftauchen, wo man sich vielleicht gar nicht so gut fühlt, so wenn der Blutdruck runtergeht. Das merke ich dann auch immer, wenn ich zu stark reinige, dass dann der Blutdruck zu sehr in den Keller geht und dass vielleicht ein bisschen Schwindel aufkommen kann. Und jetzt ist man halt ein bisschen wackelig auf dem Bein. Aber unterm Strich gesehen denke ich, man soll es auch nicht mit Gewalt machen. So. Ich habe jetzt mal so nach Andreas Moritz diese Leber-Gallenreinigung vorgenommen. Habe ich früher schon ganz oft gemacht. Ich will nicht sagen, dass es unbedingt das Beste ist, aber mir fiel nichts anderes ein, als das zu machen. Und gibt sicherlich andere Wege, ist auch umstritten die Methode. Aber gut zu wissen, dass man immer noch was machen kann, so auf der physischen Ebene, und das können wir immer, um letztlich wirklich im reinen Bewusstsein zu sein. Unser Leben möchte ja voll erblühen. Ich so möchte alle Aspekte des Lebens möchten wie die Rose erblühen. Das heißt, dass wir glücklich sind, dass wir zufrieden sind mit dem Leben, dass es uns gut geht, dass es unseren Verwandten, Bekannten und Freunden gut geht, dass wir mit allem, was ist, so ganz zufrieden sind. Frei von Problemen, frei von Krankheiten. Einfach so glücklich, zufrieden mit dem Leben, wie es ist. Das Problem fing eigentlich mit dem Sündenfall, mit dem Apfel an, wo wir dann in die Situation gekommen sind, dass wir auch mit der anderen Seite des Lebens in Kontakt gekommen sind. Also nicht nur das Schöne, sondern auch, was uns vielleicht hier und da belastet mit den Problemen. Und der Sündenfall drückt eigentlich nur aus, dass wir mal so in diesem Zustand der Rose waren, so alles war erblüht, alles war schön, so unser Bewusstsein war erweitert, wir waren voll verbunden mit uns selbst, mit Gott verbunden, im Sein gegründet, alles perfekt, alles toll. Keine Probleme, so wie wir sie heute in unserem eigenen Leben kennen, auch oder in der Familie oder in der Gesellschaft, in der Politik, überall, was wir heute sehen, und Umweltprobleme ohne Ende. Das gab es denn da nicht, als das Paradies auf Erden war. Das nennen wir ja Himmel auf Erden. Oder sagen wir mal Himmel, und den Himmel möchten wir ganz gerne jetzt auf die Erde bringen. Aber was passiert ist durch den Sündenfall, dass wir über tausende von Jahren immer mehr vergessen haben, wer wir sind.
Wir haben den Kontakt zu uns selbst verloren und letztendlich war gar keine Verbindung mehr da. Da war nur noch das Ego. Das Ego kennen wir alle, das immer nur auf sich bezogen ist, weniger so die anderen in Betracht hat. Das ist aber so mehr so egohaftes Verhalten, ist immer so, oh, ich stehe an erster Stelle und all die anderen dann später. Aber das kann ja nicht funktionieren, wenn man nur an sich denkt, das und die anderen vernachlässigt. Und wenn ihr das so macht nicht, dann ist dieses Miteinander und diese Einheit gar nicht möglich. Und dann gibt es halt Soft, nicht? Dann gibt es halt diese Probleme. Und jetzt ist es so bei uns, dass wir wieder bewusster werden, mehr und mehr. Wir haben jetzt so viele Leben schon wieder hinter uns der Unwissenheit. Der Unwissenheit heißt nichts anderes, wir haben vergessen, wer wir sind. Dass wenn wir uns daran erinnern, wer wir sind, dann sind wir voll im Wissen. Nicht, das ist das höchste Wissen, was wir haben können, wenn wir uns an uns selbst erinnern oder wenn wir uns selbst leben zu 100%. Und jetzt leben wir eigentlich nicht unser Leben, sondern wir werden gelebt durch Umstände, weil wir den Bezug zu uns verloren haben. Und die Blüte, die Rose, die jetzt ursprünglich so schön am Blühen war, die ist in mancher Hinsicht schon so ganz schön so verwelkt. So, weil diese lebende Energie, die überall ist, nicht mehr empfangen werden kann. Und dann macht es, das ist das, was das Leben dann schwierig macht. So, wir haben nicht mehr diese Qi-Energie oder die Prana-Energie. Und wir laufen eigentlich so auf einen Pott statt auf drei Pötten, nicht auf, anstatt auf drei und auf statt vier oder acht Zylinder, laufen wir nur noch auf einen Zylinder. Und jetzt sind wir dabei, dass wir gutes Öl uns besorgen und versuchen, wieder ein gutes Leben zu haben. Und das geschieht einfach dadurch, dass wir jeder so auf seine Art zu sich findet. Und das zu sich finden heißt eigentlich nichts anderes, sich wieder daran erinnern, wer man wirklich ist. Und mit dieser Erinnerung, mit dieser Selbsterinnerung, sich an sich selbst zu erinnern, wo alles Glück und alles Frieden und alle Liebe und alle Glückseligkeit ist, wenn wir uns dann mehr daran erinnern wieder, dann fängt das Alte, was so, wo wir jetzt uns so vertraut mitfühlen, so mit diesen Problemen und Schwierigkeiten, wo wir sagen schon, oh, das ist ein Teil des Lebens, da gehört dazu, das fällt dann von uns ab. In dem Maße, wie wir uns daran erinnern, nimmt unser Bewusstheit zu und mit der zunehmenden Bewusstheit werden wir wieder ganz uns selbst. Wir fangen an, wieder uns selbst zu leben. Und dann fällt diese Fremdbestimmung, die jetzt von anderen Leuten auf uns wirkt oder auch durch uns selbst, nicht? Durch unsere Stress, Verspannungen, dass wir nicht so diese Klarheit mehr haben, das fällt dann weg und dann kommt es wieder mehr und mehr in die Richtung, dass wir selbstbestimmt werden. Wir sind jetzt wirklich 100% selbstbestimmt, wenn wir 100% für uns wieder daran erinnert haben, wer wir sind. Und darum geht es. Und deshalb diese ganzen Wege, alle spirituellen Wege, die zielen alle darauf ab, dass wir wieder erkennen, wer wir sind, dass wir erkennen, dass wir das Selbst sind, das reine Bewusstsein, das frei ist von all den Problemen, von all diesen Hindernissen, von all diesen Unwohlsein, was wir haben. Man kann es auch einfach ausdrücken, solange wir nicht ganz im Fluss der Evolution sind, dann geht es uns nicht gut. Evolution heißt, man folgt den Gesetzen Gottes. Da muss man sich gar nicht darum kümmern, um die Gesetze Gottes. Die sind da, aber wenn wir weggegangen sind oder dadurch, dass wir uns entfernt haben durch den Sündenfall, dass wir uns immer mehr mit der objektiven Welt identifiziert haben, dann haben wir vergessen, wer wir sind und entsprechend verhalten wir uns auch gegen den Gesetzen Gottes, was dazu führt, dass wir uns nicht wohlfühlen, dass wir Probleme haben.
dass wir Kopfschmerzen haben, dass wir Beziehungsprobleme haben. All die Dinge, die wir kennen und alles das, was wir bei uns erfahren, bei unseren Freunden erfahren, in der Welt erfahren, das ist alles nur ein Ausdruck davon, dass wir uns von Gott entfernt haben. Dass wir, ich kann auch sagen, dass wir uns von uns selbst entfernt haben. Und jetzt diese Rückverbindung ist so, dieses Zurückerinnern ist jetzt so, da gehen viele Leute so, und ich gehe jetzt mit der Transzendentalmeditation zurück, andere gehen mit von ihren Gefühlen aus, fühlen da hinein und so. Aber das Entscheidende ist, bei jedem Weg, es ist immer notwendig, dass wir wieder dahin kommen, wo wir hergekommen sind. Und wir sind im Paradies, wenn wir die Welt hinter uns gelassen haben, auch all die Probleme und all das, was uns bewegt, hinter uns gelassen haben. Und dann sind wir in diesem Zustand der absoluten Reinheit, in dem Zustand der absoluten Glückseligkeit, im Zustand des absoluten Friedens. Und mit diesen Qualitäten, wenn wir da in Kontakt sind, dann können wir auch all diese Qualitäten mit in unser Leben bringen und dann haben wir Himmel auf Erden. Mehr ist es nicht. Das Problem ist eigentlich nur darin zu sehen, dass unsere Taten in der Vergangenheit Spuren in unserem Nervensystem zurückgelassen haben. Spuren nicht so, das heißt, es sind nicht verdaute Eindrücke, nicht verarbeitete Eindrücke, Traumata, Stressverspannung, Blockaden, die also Blockaden in unserem Nervensystem bilden. Und dann kann unser Nervensystem nicht reibungslos funktionieren. Und wenn wir jetzt dabei gehen, durch was ich sagte, jetzt so diese Tage, wo ich mal wieder so eine körperliche Reinigung gemacht habe, dass wir unseren Körper reinigen, dass wir unseren Geist reinigen, was immer uns einfällt. Und die Gedanken dafür werden immer klarer, je mehr wir in die Richtung gehen, wo wir hergekommen sind. Wir kriegen so die Intuition in uns, dass das ganz gut ist zu tun. Dass ich vielleicht meine Ernährung ein bisschen umstelle, dass ich meinen Umgang mit Leuten ein bisschen umstelle, dass ich immer mehr in die Richtung gehe, so was mehr positiv ist, immer mehr in die Richtung gehe, wo ich mich immer besser fühle. Die Natur signalisiert uns jeden Tag tausendmal so Dinge, die gut sind für uns. Und jetzt mit dem zunehmenden Bewusstsein bekommen wir diese höhere Klarheit und dann können wir auch das eine oder andere, wo wir uns so dran gewöhnt haben, abstellen. Zum Beispiel, wenn du ein Raucher bist und du hast immer geraucht und das ist für dich völlig in Ordnung und denkst, boah, das ist mein Leben, ohne dem kann ich gar nicht. Und wenn du jetzt so mehr bewusst wirst, so weil du mal die Augen schließt, so auf deine Gefühle eingehst, die Gefühle verfeinerst und dann letztendlich auch in die Transzendenz kommst, dann kommst du ja mit diesem reinen Feld aller Möglichkeiten in Kontakt. Und wenn du dann wieder in dein Leben gehst und dann greifst du wieder deine Zigaretten, dann merkst du plötzlich, boah, also richtig schmecken die nicht mehr. Nicht? Denn irgendwie spürst du in dir, dass da etwas ist, was viel wertvoller ist als die Zigaretten, als der Alkohol, als sich gegen die Verkehrsordnung zu verhalten, sich gegen die, auch gegen die Landesgesetze, die wir haben, dass wir uns dagegen verhalten. Also man spürt so immer mehr in sich selbst, was so richtig ist und was gut ist. Und wenn wir unsere Ohren spitzen und unsere ganzen Gefühle so verfeinern und schauen immer, was das mit unseren Gefühlen macht, dann werden wir immer von daher auch schon sehen, dass wir immer mehr in den Fluss der Natur, immer mehr in den Fluss der Evolution kommen und letztlich gar nicht mehr uns gegen die Natur verhalten können. Das ist so einfach, da ist nichts Kompliziertes. Die ganzen Lehren, auch jetzt die Wissenschaft vom Sein, so die ich ja vertrete, das merke ich auch so und da danke ich, bin ich auch sehr dankbar dafür, wenn da so ein Feedback kommt, nicht so. Da sagte jemand zu mir, Peter, das ist viel zu kompliziert, der Weg ist doch viel einfacher, man muss doch nicht das ganze Wissen haben, das ist doch alles Theorie, was du da erzählst. Für jemanden, der das so hört, stimmt das, ist das völlig richtig? Das klingt so theoretisch, wenn man das so erzählt, so, dann musst du das machen, musst du das machen, musst du das machen, musst du das machen.
Aber wenn man genau hinhört, beinhaltet die ganze Lehre, auch die Lehre von der Wissenschaft vom Sein, dass du gar nichts tun musst. Aber dadurch, dass wir so programmiert sind, durch unsere Handlungen aus der Vergangenheit, die jetzt diese Eindrücke hinter uns so in uns hinterlassen haben, da sind wir immer in diesen Gedanken, 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 Gedanken. Und wenn ich jetzt zu dir sage, einfach du, hör doch auf zu denken, sei doch einfach im Hier und Jetzt, da ist die Welt doch in Ordnung, dann stelle ich immer wieder fest und jeder selbst stellt es bei sich fest, dass es gar nicht funktioniert. Ja, und dann fängt es an und alle anderen machen das auch, alle Lehrer, so alle, die so auch erwacht sind oder so, die den spirituellen Weg gehen. Dann fangen die an, so, dann sagen sie, ja, du, so und so musst du jetzt mit deinen Gefühlen umgehen, um in diesen Zustand von Nichtstun zu kommen. Mach doch mal dieses, mach doch mal jenes. Aber in Wirklichkeit ist es völlig richtig, wenn du hörst, tue nichts, und dann erfährst du, was du bist. Lass das alles mal weg so. Hör doch auf zu denken, und dann spürst du in dir selbst, dass nichts zu tun ist. Aber wie ihr selbst erfahrt, das haben wir schon tausendmal probiert, oder viele tausende Mal probiert und schon viele Jahre mit verbracht, der Punkt ist der, dass uns die Vergangenheit immer wieder einholt und die Vergangenheit quasi uns daran hindert, zumindest für längere Zeit in der Präsenz zu sein, in der Gegenwart zu sein. Und wenn du in der Gegenwart bist, das ist völlig richtig, da gibt es keinen Ton, weil alles, was notwendig ist, kommt zu dir automatisch, wenn du ganz in der Gegenwart bist, wenn du ganz in der Präsenz bist, wenn du die Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart, auch die Gegenwart, und die Zukunft hinter dir gelassen hast. Wenn du ganz präsent bist, dann kommt das von der Natur zu dir, was gerade notwendig ist. Aber solange wir noch Stress und Verspannung in uns haben, dann kann das gar nicht passieren, dass genau das immer zu uns kommt, was gerade notwendig ist, weil diese Stress und Verspannung immer diesen frischen Impulsen, die jetzt in uns aufkommen, überlagern. Und dann kann es sein, du möchtest gerne so dies oder jenes machen, aus der Reinheit heraus, und dann kommt dann die Erinnerung aus der Vergangenheit und sagt, boah, das ist doch totaler Quatsch, ich mach doch lieber das nicht. Das ist das Ego, was ins Spiel kommt, und das hindert uns daran. Und ich glaube, alle Lehren, die völlig einfach und simpel sind, machen das zum Problem. Zum Beispiel auch bei der transzendentalen Meditation, die ich praktiziere und die ich auch gerne weitergebe. Und wenn man da jetzt so eintaucht und so, und dann werden Stress und Verspannung gelöst, weil tiefere Ruhe kommt, tiefere Ruhe. Und dann werden diese Elefantinnen, die sich irgendwo niedergelassen haben, die werden dann geweckt. Und dann kommen dann diese Verspannungen hoch, so nicht, und drücken sich in Form von Gedanken aus. Und dann fühlt man, boah, ich meditiere nicht, das geht nicht gut, so, weil man jetzt eigentlich vergessen hat, was man eigentlich möchte. Zu transzendieren, ist man mit den Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft, und dann ist der Geist damit beschäftigt und hat eigentlich völlig vergessen, was er will. Und denn wenn wir uns da drin verwickeln, und das machen wir immer leicht, wenn das, womit wir uns beschäftigen, eine Bedeutung hat. Und wenn jetzt Erinnerungen, so zum Beispiel ein Unfall aus der Vergangenheit, so in deinem Bewusstsein aufkommt, dann ist dein Geist so involviert mit diesem Unfall, da kannst du nicht transzendieren. Denn es ist, weil alles, was dein Geist bindet, das hält ihn ab von dem Transzendieren. Ich nehme mal zum Beispiel das Gefühl. Wenn du jetzt so den Weg des Fühlens gehst, du kannst genauso mit dem Gefühl oder mit den all deinen anderen Sinnesorganen transzendieren, wie bei der Meditation mit dem Mantra. Und wenn du das Gefühl hast, zum Beispiel irgendwas, so nicht eine Empfindung hast und gehst auf deine Empfindung ein,
und diese Empfindung verfallen ist, verfallen ist, verfallen ist, dann kommst du auch wie bei der Meditation in eine, an einem Punkt, zu einem Punkt, wo die Empfindung aufhört. Zum Beispiel, du hast Angst und empfindest diese Angst in deinem Körper so und nimmst nur die Angst wahr, alles andere fällt weg. Dann bist du bei deiner Angst, verfeinerst deine Angst und dann merkst du plötzlich, boah, die Angst ist nicht mehr da. Dann hast du genau das gemacht, was ich auch bei der Meditation mache. Du hast einfach das, deine Empfindung transzendiert, kommst auf die feinste Ebene, wo die Empfindung aufhört und dann bist du in dem Nichtstun. Und das ist das, was viele Lehrer sagen, du musst nichts tun. Dann bist du aus all diesen Handlungen im Relativen durch dein Gefühl rausgekommen, indem du dein Gefühl verfeinert hast und kommst in den Zustand vom Nichtstun. Wie bei der Meditation. Und dann transzendiert es sich von alleine. Das ist kein Tun. Transzendieren geschieht, wenn du in das Nichtstun gekommen bist. Auf zum Nichtstun. Schon nochmal gerade, ich bedanke mich, dass ihr alle da seid. Ganz toll, freue ich mich sehr. Hallo Ernst. Ja, gut, schön. Also Fragen sind jetzt keine da. Da bedanke ich mich. Alles Liebe. Jai Gurudev.